seid bitte äußerst vorsichtig. Die Freiheit auf die Rede ist ein wichtiger Grundpfeiler. Man darf auch von Politikern nicht zu viel erwarten. Unvergleichliche Schönheit des heilen Schweigens erwartet Sie. Bitte treten Sie ein und lassen Sie Ihre Träume Wirklichkeit werden. Was mich am meisten begeistert, ist diese Kommunikation im Nichts. Also sie landen irgendwo, steigen aus dem Flugzeug und plötzlich sind sie umgeben von 2 Dutzend Menschen, die alle ihre Handys anmachen, irgendjemanden anrufen und sagen, ich bin gerade gelandet. Wer möchte das eigentlich wissen? Inzwischen habe ich auch eine gewisse Allergie dagegen entwickelt, mir die gleichen Missverständnisse, die ich vermutlich produziere, von anderen anzuhören. Weswegen ich immer ganz nervös werde, wenn jemand, der mir gegenüber sitzt, sagt, was ich eigentlich sagen wollte. Nach 10 Minuten. Ich meine, er hätte damit anfangen können, statt mir erst mal 10 Minuten aufzuhalten. Oder eine Floskel, die Gysi in die öffentliche Debatte eingeführt hat, sage ich mal. Er redet und redet und redet und irgendwann nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach einer Viertelstunde kommt er und sagt, sage ich mal. Ich meine, was hat er bis jetzt die ganze Zeit gemacht? Geredet, gesagt und geschwatzt. Und noch heute sieht man in der Rhetorik, in dem Aufbau der Sprache, sowie im vor allen Dingen auch in der Gestik und im Ton und in der Gestik, dass dogmatische Mittel benutzt werden. Also, schneiden durch die Luft, zeigen mit dem Finger, ich erstecke dich, ich zerschneide dich, ich erboxe dich, ich mache dir den Kopf ab. Nicht nur Werbung ist redundant, also wenn man zu den Menschen, die man liebt, ich liebe dich sagt, dann kann man das auch nicht oft genug tun. Also ist Kommunikation in vielen Bereichen per se redundant. Und sagen wir mal, die reine kommunikationstheoretische Auffassung, dass es immer darum geht, etwas Neues zu kommunizieren, die wird in jedem Brigitte-Dossier alle 2 Wochen widerlegt, weil es natürlich darum geht, über Kommunikation Nähe, Verständnis, Sicherheit auch herzustellen und dann ist sie notwendigerweise redundant. Und wenn man Kinder hat zum Beispiel, die man, wenn sie noch sehr jung sind, Tag für Tag mit dem gleichen Ritual ins Bett bringt, dann ist das extrem redundante Kommunikation, die aber nicht weniger wichtig ist. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als die Sprache laufen lernte, per Telefon, eine Revolution für die damalige Zeit. Start einer Explosion technischer Errungenschaften. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Ich sitze hier in der Abtastzelle des Fernsehlaboratoriums. Der Beginn globalen Denkens. Immer mehr Grenzen der Kommunikation werden erobert. Kommunikationstechnologien zum Wohle der Menschheit in berauschender Geschwindigkeit entwickelt und eingesetzt. Kommunikation, der Motor der Wirtschaft, die Hoffnung für die Zukunft, die schon begonnen hat. Ich versuche so zu schreiben, wie ich rede, nur halt in kürzeren Sätzen, präziser, genauer. Wenn Sie heute Statements von Betriebssprechern sich anhören im Fernsehen oder Erklärungen von Regierungssprechern, wen auch immer, wenn es darum geht, dass wieder 500 Leute entlassen wurden oder die Zinsen um einen halben Punkt gehoben oder gesenkt werden, dann sagen die nicht, wir haben etwas zu sagen, sondern wir haben etwas zu kommunizieren. Kommunikation ist, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich eine Zweibahnstraße und da erfolgt sie immer auf dem Einbahnwege. Jemand teilt mir etwas mit und sagt, er hat etwas zu kommunizieren. Ich war neulich eingeladen bei den Göttingen Kommunikationswissenschaftlern und ich fand das überhaupt erstaunlich, dass es eine Disziplin ist. Nicht? Das kommt mir vor wie Theologie, nicht? Wie Theologie oder wie irgendeine andere dieser Küchenwissenschaften. Aber es ist eine ABM-Maßnahme, es kreiert neue Jobs im akademischen Gewerbe, insofern ist es in Ordnung. Ich habe nach meinem Studium 5 Jahre bei einer großen amerikanischen Unternehmensberatung in den USA und in Italien gearbeitet und mich dann nach den 5 Jahren selbstständig gemacht. Einsparungsmaßnahmen, die natürlich auch mit Personaleinsparungen und
vielleicht auch mit Entlassungen verbunden sind, werden natürlich nie freudig akzeptiert. Sie geschehen aber natürlich auch nicht willkürlich. In der schnelllebigen Zeit übernehmen Führungskräfte eine ungeheure Verantwortung. Und ich kann sie jetzt erstmal über den grünen Klee nur loben, auch wenn da viel Mist passiert. Also wir reden ja oft davon, dass man Gefühle gar nicht mehr artikulieren kann, dass man sie gar nicht mehr ausdrücken kann. Frauen beklagen sich sehr oft darüber und sagen, Männer können sich nicht ausdrücken. Das ist natürlich auch Quatsch, weil Männer fühlen genau das Gleiche. Vielleicht haben die nicht so viel darüber erfahren oder gelernt, dass sie das gerne können möchten. Aber die empfinden das genauso. Da gibt es so einen Aufbau. Fühlst du, was du denkst? Denkst du, was du fühlst? Und kannst du davon eine Handlung ableiten? Und wenn das möglich ist, wenn der Mensch so erzogen wird, dann hat er die Chance, jederzeit lernfähig zu bleiben. Die Boomzeit der 60er. Die ersten Unternehmensberater, Kommunikatoren, forcieren die Vernetzung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Der Unternehmensberater Roland Berger. Berater und Vermittler zwischen Politik und Wirtschaft. Roland Berger, einer der erfolgreichsten. Jährlicher Umsatzzuwachs knapp 30%. Von München aus ist er weltweit tätig. Über 1000 Mitarbeiter beraten auf allen Kontinenten. Wir brauchen weder ein armes Land noch einen armen Menschen. Wir sollten dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen, möglichst viele Länder in den Genuss von Wohlstand kommen. Wir brauchen das auch, wenn wir Friede und ein Gleichgewicht unter den Ländern, unter den Menschen aufrechterhalten. Die Textilien, die heute in Bangladesch hergestellt werden, die wurden früher in Deutschland hergestellt, zu niedrigeren Löhnen. Und wir haben in der Wirtschaftsgeschichte immer erlebt, dass aus diesen einfachen Produktionen wie Textilien nach und nach anspruchsvollere geworden sind und so jedes Land einen sehr signifikanten Wohlstand entwickeln konnte. Die Devise für wirtschaftlichen Erfolg heute: der ultimative Austausch von Informationen. Die Magie der Sprache, längst analysiert und instrumentalisiert für wirtschaftliche Interessen. Nur die Wirtschaft zählt. Kommunikation, allein ausgerichtet auf Erfolg. Der Mensch sucht sein Ziel. Wer ein soziales Gewissen hat in dieser Erfolgsgesellschaft, braucht kommunikative Schulung, sonst bleibt er chancenlos. Also wir machen jetzt eine Übung, freies Sprechen, und wir erzählen immer eine Geschichte. Um den Übergang mal zu bekommen, wenn Sie nach vorne gehen, lesen Sie ganz kurz mal an. Die positivistische Richtung war Ausgangspunkt zu verschiedenen Zweigen. Mhm. Einer der wichtigsten ist die linguistische Analyse, welche die englische Philosophie der letzten Jahrzehnte beherrscht hat. Okay, die Stimme ist da, jetzt kommen Sie nach vorne und versuchen das mal frei zu machen. Was liegt morgen an? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Meeting. Wir haben Sie schon vorinformiert, dass die Geschäftsführung entscheiden musste, eine Betriebsstätte zu schließen. Ich möchte Sie heute darüber informieren, welche Gründe uns bewogen haben, diese